Oh, dann kriege ich wieder Haue. Okay, wir treffen uns heute hier zum Stereo-Lernen Teil 7 am 11.8. um fast pünktlich 18:32 Uhr. Ich muss dem Dirk mal ganz kurz den Ton zocken hier. Der baut nämlich noch ein bisschen was um, den begrüßen wir gleich. Er muss noch ein paar Sachen einstellen, bevor er jetzt gleich zu uns stößt und dann unser Programm fortsetzt, so wie die letzten 6 Teile. Also, wir haben in den ersten beiden Teilen oder in den ersten beiden Veranstaltungen haben wir den Stereo-Trader erstmal nur präsentiert, haben gezeigt, was wir machen, warum, wieso, weswegen wir uns entschlossen haben, das Ding zu programmieren oder warum die Jungs sich entschlossen haben, das Ding zu programmieren und warum wir uns entschlossen haben, dieses zu nutzen. Ich habe hier unten rechts im Chatfenster den Link von unserem YouTube-Kanal eingefügt. In unserem YouTube-Kanal findet ihr jetzt eine eigene Playlist, die heißt Stereo Trader und dort sind alle Aufzeichnungen hier in einem eigenen, in der Bibliothek, in einer eigenen Playlist fertig hinterlegt. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Teil verpasst habt, könnt ihr den hier jederzeit abrufen. Auch der von heute wird hier fertig hinterlegt sein. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir heute? Wir führen heute erstmal das zu Ende, was wir die letzten Male angefangen haben, nämlich die Settings, also die Einstellung wird Dirk zu Ende erklären und wir werden euch heute erklären, wie man EuroPro, wenn man denn eine Lizenz hat, hier einfügen kann, wie man es fertig installiert und wie man damit umgeht. Das ist der Plan für heute. Erstmal machen wir die Einstellung zu Ende. Das ist das Wichtigste, das hat Priorität, damit man weiß, wie man überhaupt was irgendwo einfügt und wie man was einstellt. Die meisten Supportanfragen tauchen ja auf, erst dann, wenn man die ganze Geschichte auch benutzt. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich habe seit gestern hier 3 Leitungen gebündelt, damit wir die Geschichte hier auch sauber übertragen können. Eine Frage für den richtigen Moment, wird es aufgezeichnet? Ja, es wird aufgezeichnet. Ich habe aufs Knöpfchen gedrückt. Die Aufzeichnung wird nachher hochgeladen. Also, der wichtigste Punkt ist, bevor ihr ellenlange Mails schickt oder so oder an dem Chart verzweifelt, guckt bitte in unseren YouTube-Kanal und zieht euch die Videos rein. In der Regel ist dort auch beschrieben, was in welchem Video überhaupt hinterlegt ist. Wenn man da drauf geht, sieht man dann auch, was da drinne steht. Hier erklären wir die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten im Stereo-Trader. Zack, einmal drauf gehen, dann habt ihr hier auch die Beschreibung drinne. So, und dann sucht euch das passende Video raus. Wir werden sie eventuell sogar noch umbenennen, wenn wir die Serie hier komplett fertig haben. Ich habe hier auch 2, 3 Fragen per Mail gekriegt, auf die werden wir heute eingehen. Ich habe ein paar Sachen per Mail ganz bewusst nicht beantwortet, weil wir damit dann hier viel mehr, sag ich mal, Nutzer abdecken können, als wenn wir jede Mail einzeln beantworten. Also schauen wir mal, ob der Dirk. Ich muss ihn erstmal zum Organisator machen, den guten Mann, weil er nicht den richtigen Link genommen hat. Und
Mal gucken. Ups, er pustet schon ins Mikro. Mal gucken, der... Was? Ich puste? Ja, das klang so, als wenn du gerade auf Rollschuhen an den Schreibtisch gerutscht bist oder als wenn du fürchterlich ins Mikro gepustet hast. Also, erstmal guten Abend nach Köln. Ich habe heute gehört, in Köln ist es kalt. Da kommt der Herbst, dafür haben wir heute den ersten schönen Tag seit 10 Tagen mit, ich glaube heute mal mit 22, 23 Grad, aber es wird auch der letzte sein. Morgen gibt es Regen und hier beginnt auch schon fast der Winter. Erstmal guten Abend nach Köln. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin, Dirk. Ja, moin, hallo. Also mit dem Herbst stimmt so nicht. Das ist nur der Vorlauf für den richtigen Sommer, der jetzt kommt. Weißt du, wie das ist wie mit den Kursen, ne? Bevor neue Hochs kommen, muss erstmal ein Stückchen weit runter und das haben wir diese Woche. Das heißt, wir kriegen nächste Woche hier eine Wetterpost. Okay. Da hast du nichts mehr, ne? Nee, jetzt sage ich nichts mehr, aber dann, wenn das so ist, werde ich mich hier verkrümeln und werde mich Richtung Deutschland begeben. Ja, das werde ich dann tun. Ab nächste Woche soll schön werden. Habe ich zumindest irgendwo gehört. Es wäre ja auch mal an der Zeit. Jo. Das wird schon sehen. So, ich bin auch hier fast fertig. Okay. Mit dem muss ich noch so ein paar Sachen umstellen. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil ich halt hier mal in der Entwicklungsumgebung bin. Und da passt nicht immer so direkt auf Anhieb alles. Ja, mach mal in Ruhe, dann kann ich ich habe hier ein oder zwei Mails, wo ein oder zwei Fragen drin sind, die ich vielleicht schon beantworten kann mit meinem schwachen Fachwissen. Der Thomas L., ich glaube Österreicher, seine Herkunft, hat mich gefragt, wenn er den Stereo-Trader startet, ist das Icon hier oben weg und die Tools, die Bedienbars und so weiter hier, ist alles nicht mehr vorhanden. Was kann man dagegen tun? Also ich habe es auch schon gehabt. Ich kann die Ursache nicht finden. Es kann an mir liegen, dass ich zu blöd bin, sowas eben abzuspeichern. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn da irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, dann gehe ich hier oben auf Ansicht, gehe auf Navigator und dann nehme ich mir den Stereo-Trader und ziehe den einfach neu rein. Dann fragt er mich, ob ich den beenden will und neu starten. Dann sage ich gehe ich auf Ja und dann müsste das Ding laufen. Wenn gar nichts zu sehen ist, wenn nur die Hälfte zu sehen ist, sprich hier nur der Pool und der Rest eben nicht, dann muss ich die Strategie wechseln. Aber ich glaube, da geht Dirk gleich in der Kurzzusammenfassung von den letzten Webinaren glaube ich, noch mal drauf ein. Ganz, ganz kurz möchte ich drum bitten. Richtige Frage für dich. Gibt es ein ABCD-Tool für den MetaTrader, Stereo-Trader? Offiziell noch nicht, haben wir aber auf der To-Do-Liste. Aber wir haben so viel auf der To-Do-Liste, dass ich gar nicht weiß, warum ich anfangen soll, das Ding abzuarbeiten. Aber wir sind für so eine Vorschläge, für so eine Ideen dankbar, wenn er uns die per Mail schickt an die stereotrader@forexpro-systeme.de. Schickt so eine Vorschläge, wir sammeln die, aber so ein geschickter Vorschlag, bitte nicht jede Woche nachfragen, wie weit seid ihr. Wir arbeiten das nach gewissen Prioritäten ab. Wir haben jetzt seit einer Woche ungefähr Europrof im Stereotrader laufen. Und so wie das nun mal ist mit neuer Software oder mit so neuen Sachen, da kann es schon sein, dass der eine oder andere Bug noch dabei ist und die Priorität liegt erstmal darauf, diese Bugs zu beseitigen, damit es stabil läuft. Und danach kümmern wir uns um die Add-ons, die noch fehlen. Also im Europrof fehlt noch das Alarmsystem, das ist das nächste, was auf dem Deckel steht. Und dann fehlen ja noch DAW Pro und Cable Pro, die Sachen haben. Priorität, wenn ich das richtig sehe. Und der Dirk sagt jetzt bestimmt gleich Piep, wenn er soweit ist. Da nicht. Ja. Okay. Servus, ihr beiden, hab gestern im Demo Trade Error Fenster gehabt, hab's nicht wegbekommen, war eigentlich richtig im Demo Trade. Was ist da passiert? Wenn so eine Sachen sind, wenn ihr so eine Fehlermeldung kriegt, so eine,
dann steht auch meistens eine Nachricht dabei, warum das so ist. Jetzt im Nachhinein da was draus zu machen, ist gar nicht so einfach. In dem Fall einfach einen Screenshot ziehen. Ich glaube, Vroni, meine Liebe, du hast sogar Snagit oder so bei dir auf dem Rechner. Also mit der Drucktaste kannst du einen Screenshot ziehen und schick uns den per Mail, dann gucken wir uns das an, dann kriegst du auch eine Antwort dazu. Jetzt im Nachhinein einfach so, Trade Error kann viele Ursachen haben. Ja, also ist auch ein, es heißt zwar immer Trade Error und klingt so fürchterlich, es gibt aber auch ganz plausible Erklärungen dafür. Also einer ist zum Beispiel, wenn ich versuche, in einem Markt, der jetzt als Beispiel schon geschlossen hat, was weiß ich, wenn es DAX um 22:01 Uhr, wenn ich versuche, irgendwie den Stop neu zu setzen, ja, dann gibt es permanente Trade Errors, weil er einfach den Befehl nicht mehr an den Server durchkriegt. Das heißt, die Meldung kriegt man tatsächlich nicht mehr weg bis morgen um 8. Da hilft nur eins, an der Stelle MetaTrader beenden oder StereoTrader beenden. Ja, und weil er ziemlich hartnäckig hat, ist, bis das Ding durch ist. Das wäre zum Beispiel so eine Erklärung. Und die andere ist zum Beispiel, wenn jetzt Stop-Loss als Beispiel ausgeführt wurde und gleichzeitig ein Trading-Stop noch versucht wurde, zu bewegen und dann überschneiden die sich schon mal, dann kommt auch schon mal ein Trade-Error, ist aber die Meldung verschwindet aber dann auch natürlich nach ein paar Sekunden. Ich konnte den Befehl an den Server nicht mehr durchgeben, aber heißt nicht, dass da wirklich halt was schief gegangen ist. Also ist eine Meldung, die ist, wie gesagt, da, ist natürlich auch wichtig, aber in den seltensten Fällen, auch wenn der Error steht, ist das wirklich tragisch. Okay. Du bist immer so schweigsam, wie ich gesagt habe. Ja, ich will dich unterbrechen. Also, okay. Darfst du aber sehr gerne immer wieder. Machst ja sonst auch, tu nicht so. Du zweifelst an meiner guten Erziehung. Thorsten, denk genau. Die Frage, die jetzt hier auftauchen, weil Dirk wird jetzt erstmal in die Einstellungen gehen, in die Settings, dass wir die zu Ende kriegen und dann in die Order-Möglichkeiten, also ist die ersten ein, zwei Order-Möglichkeiten heute schaffen, solange wie er das macht, werde ich die Fragen, die ja auftauchen im Chat, die werde ich entweder hier im Chat schriftlich beantworten und ansonsten werden wir die am Ende um 19.20 Uhr, 19.25 Uhr wieder wie gehabt die letzten 10 Minuten dafür nutzen. Die Zeit wollen wir jetzt hier nicht klauen oder unterbrechen. Also Dirk, dann gib mal Gas mit deinen mit der Fortsetzung von letzter Woche, so rum. Sobald du mir den Bildschirm gibst, mache ich das glatt. Ach so, das kannst du zwar auch. Oder hast du mein Bild? Aber ich mache es selbstverständlich. So, jetzt musst du nur annehmen. Okay, Bildschirm sichtbar? Yep. Alright. Gut, ich glaube, ich muss nicht mehr alles zusammenfassen von links nach rechts. Ich sehe auch immer so ein bisschen an dem, was im Support reinkommt. Und das ist aktuell wirklich fast gar nichts mehr. Ist natürlich sehr schön. Also heißt hoffentlich nichts, dass ihr nichts mehr mit uns zu tun haben wollt. Ich deute das mal als, es ist viel verstanden worden oder so wie alles verstanden worden. Und es gibt aktuell keine Fehler. Also zumindest ist das mal der Eindruck, der momentan da ist, und das ist natürlich auch sehr beruhigend und sehr schön, dass das alles reibungslos zu laufen scheint. Das heißt, das ist jetzt auch ein Grund, warum ich jetzt hier nicht nochmal von links nach rechts alles durchgehe. Ich denke, dafür kann man ja dann auch in YouTube sich die jeweiligen Webinare ja auch angucken. Dort ist ja alles im Detail erklärt. Letzter Punkt war nur Trading. Hier im Setup, also das Setup rein, indem man einfach auf das Einstellungen dann immer für das Instrument und diese Einstellungen werden auch gespeichert. So, Trading, wie gesagt, hatten wir alles soweit durch. Falls da noch jemand Fragen hat, bitte gerne nochmal im Anschluss nachher nochmal hier posten bzw. als Frage hier reinstellen und alternativ dazu gerne bei YouTube das letzte Webinar anschauen. Die nächste Abteilung wäre hier Pole. Damit ist hier der Trading Pole gemeint. Mit dem Namen bin ich auch nicht so ganz glücklich, muss ich gestehen. Pole, das ist so ein bisschen schwer aussprechbar. Falls da jemand noch eine andere Idee hat, so also gerne auch mal her damit und sowas. Ich bin da grundsätzlich offen für alles und nicht verliebt in ja. Namensgebungen,
die Zungenbrüche verursachen. Nimm noch Bulgare oder Rumäne. Ja, genau, statt Pole, ne? Das ist mir gar nicht mal aufgefallen, aufrecht. Russe wird hier gerade vorgeschlagen. Der Russe. Wir bleiben jetzt mal bei den Polen hier, weil es ja momentan so heißt und ja auch irgendwie zugeordnet werden muss. Also, der Pol, nichts anderes als die Stange hier, die Orderstange, an der man die ganzen Orders aufgibt, die kann auch mit verschiedenen Sachen eingestellt werden. Ganz oben geht es los mit Big Numbers, also einfach hier die großen Ziffern, damit das so ein bisschen, ich sag mal, visuell so dargestellt wird, dass es fürs Auge leicht ist. Gibt es so ein paar Voreinstellungen. Hier beim DAX, der hier gerade auf ist, macht es natürlich Sinn, hier nur die 100er Stellen richtig darzustellen, die Komma-Stellen interessiert im Endeffekt gar keinen, beziehungsweise fast nicht, und deswegen die auch entsprechend klein. Naja, um Tausende irrt man sich auch nicht so gerne, und deswegen ist halt hier, ist das als Beispiel so dargestellt. Da steht auf Automatik, der Stereo Trader versuchte halt immer anhand des Instrumentes was zu erkennen, was Sinn macht. Das funktioniert auch in den meisten Fällen. Und wenn es aber eben mal nicht Sinn macht, und dann kann man das hier umstellen. Jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel sagen, die großen Ziffern sind hier zwei Digits. Und dann würde das als Beispiel dann so aussehen. Ja? Dann sind es hier einfach nur die Nachkommastellen, die jetzt groß geworden sind. So, das mag bei manchen Instrumenten macht das Sinn machen, im DAX, wie gesagt, relativ wenig. Aber nur damit man gesehen hat, wofür das eigentlich ist. Und hier die halben Punkte kleiner machen, dann sieht es zum Beispiel so aus. Hier ist gar nichts passiert, das macht wahrscheinlich dann bei Forex macht das dann wahrscheinlich mehr Sinn, ist jetzt alles klein. Und das kann ich natürlich auch einstellen. Also gar nichts. Das wäre zum Beispiel genau das gleiche wie jetzt. Ja, okay. So. Aber es ist auf Auto und dann sieht das eigentlich in den meisten Fällen sieht es richtig aus. So, unten drunter haben wir Bid und Ask. Und da steht Show Bid. Das heißt also, hier wird nur der Bid-Kurs angezeigt. Ich kann aber auch beides anzeigen lassen. Gehen wir jetzt mal die Fibus dazwischen. Mach ich mal weg. Das mache ich auch mal gerade alles weg, damit hier nichts mehr stört. Hier steht normalerweise nur der Bid. Ich kann aber auch beides anzeigen lassen. Oder wenn ich den Ask möchte, dann möchte ich den Ask auswählen. Und ansonsten Both. Beides. Das sieht man zum Beispiel so, ne, dann ist es hier zweigeteilt. Ich habe links den Ask und rechts den Bid. Und wenn man dann auch draufklickt, um jetzt zum Beispiel eine Order, eine Position zu eröffnen, und dann sieht das auch ein bisschen anders aus, wie wenn das einzeln dargestellt wird. Wurde von manchen gewünscht, ist eingebaut worden, beziehungsweise war auch vorher schon vorgesehen. Und hier kann man es einfach auswählen. Ich habe normalerweise nur den Bid an, ist auch voreingestellt, reicht auch in den meisten Fällen. So. Also wie man sieht, das wird immer erst umgestellt, sobald ich hier unten auf Apply klicke. Dann machen wir weiter, von oben nach unten. MTO Distance. Das heißt, das ist eine Market Trail Order. Ich kann hierüber eine Market Trail Order aufgeben mit einem Abstand von einem Punkt. Eine Market Trail Order ist nichts anderes als eine Order, die dem Kurs hinterherläuft in diesem Abstand. Und wir kennen das hier von der normalen Edit Order. Also wenn ich jetzt hier als Beispiel sage, ich will oberhalb als Beispiel im Stop kaufen, kann ich ja hier sagen, okay, häng dich direkt an den Kurs dran, das wäre hier straight. Und dann hängt er jetzt hier mit 5 Punkten, hängt er direkt über den Kurs und geht dann so weit runter, bis er zurückläuft und wird dann mitgenommen. Das geht aber auch anders. Ich mache das hier noch ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Ups. Das geht auch anders. Und zwar, hier ein bisschen rein, indem man einfach die Shift-Taste gedrückt hält und dann hier oben eine Order aufgibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Shift, also ich habe Shift zuerst gedrückt, die Maustaste ist auch gedrückt, und sobald ich jetzt hier loslasse, packt er mit einem Abstand, sieht man auch hier schön, ne? Trail Distance, Trade, mit einem Punkt hängt er den dann direkt dran. Wenn jetzt hier auf dem Demo kommt, ja, will ich es kaputt machen. Und, okay, muss ich erstmal einschalten, das funktioniert natürlich so nicht. Kann ich hier gerade mal die Größe umstellen, das ist ein bisschen happig mit 25. So, also nochmal, hier einfach mit Shift drauf und dann packt er den
da oben drüber. Zieht den mit runter, wenn er runterläuft, also ist eigentlich gut. Wann ist denn hier los? Mensch. Mal gucken. Nein, falsches Fenster. Immer noch falsches Fenster. Und mal oben das ausgestellt war. Also falls das mal sein sollte, ne, hat man jetzt ja gesehen, Rechtsklick in den Chart, Experten, Eigenschaften, Live-Trading einschalten. So, jetzt zum dritten Mal. Aller guten Dinge sind drei. Also sehr gut anzuwenden in einer Gegenbewegung. Wir haben jetzt halt hier nur für, wie immer halt in diese Uhrzeit im DAX relativ wenig Bewegung. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt dabei ist, da irgendwie einen langen roten Strich nach unten zu machen und dann bietet sich sowas an, weil er hängt sich dann einfach direkt dahinter und sobald er nach oben zuckt, bin ich dann halt drin. Und solche Positionen laufen sehr gerne, sehr schnell dann auch direkt auf Break-Even zumindest, weil man eben in die Bewegung, in die Richtung stattfindet, wo auch die Order liegt, eben reinkauft an der Stelle. Und deswegen ist das sehr nützlich, wenn man zum Beispiel jetzt, also News, weiß ich nicht, ob man das traden muss, aber wenn man halt weiß, okay, oder glaubt zu wissen, der geht jetzt zum Beispiel hier in den SMA, die jetzt wieder fälschlicherweise eingeblendet sind, sorry Thorsten, und dann weiß man halt, in den meisten Fällen, da gibt es mal irgendwie kurze Zuckungen und da kann ich ihn einfach bis runter begleiten und komme dann an der Stelle rein, wo er zum ersten Mal hochzuckt. Ne? Hat man jetzt gesehen, die Order ist jetzt gefüllt worden beim Hochzucken und ist in den meisten Fällen besser, als eine reine Market Order reinzugeben, weil man eben auf jeden Fall in der Bewegungsrichtung drin ist, schon mal. Und nicht wie bei einer Market Order, da weiß man nicht, kommt der jetzt nochmal ein Stück nach oben oder kommt er eben nicht. Kann ein Vorteil sein, ist natürlich auch ganz klar Geschmackssache. Geht natürlich umgekehrt ganz genauso, ja, also mit Short eben auf der anderen Seite, wo ich hier ganz viele Verluste produzieren. Genau das gleiche, hier einfach mit Shift draufdrücken und dann passiert es eben hier unten. Das heißt, im Hochlaufen, wenn jetzt hier zum Beispiel nochmal die Ecke hochläuft und dann runterzuckt, bin ich dann umgekehrt genauso drin. Ne? Hat man gesehen, ich mache es immer noch ein bisschen größer. Und das ist eben hier der viel, viel schnellere das Weg, das zu werden. Das macht er praktisch mit jeder Order, wenn du eine Order aufgeben willst, wenn du jetzt mit der Shift-Taste da reingehst, macht er automatisch diese Trail-Order hinterher. Genau. Und die wird, wenn die Market Trail okay, der Ton ist, mal laufen. Ich denke, der Ton ist jetzt ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei allen so ist. Also ich höre dich auch abgehackt die ganze Zeit. Ich weiß es nicht, ob mein Ton auch so ist. Ich hoffe es mal nicht. Und ist mein Ton auch abgehackt? Kann vielleicht auch mal jemand was dazu sagen, aber gut, spielt im Endeffekt eh keine Rolle. Ne? Also weil nutzt ja nichts. Wir sind trotzdem da irgendwie durch. Okay. Dein Zeit hast du wieder mit auf deinem Urlaub. Ja. Also dein Ton ist okay, dann halte ich mich jetzt mal zurück. Okay. So, ne? Ich lasse die jetzt mal im Hintergrund laufen, wird man dann gleich sehen. Dann zieht den schön mit hoch. Und aber eben natürlich nicht in die umgekehrte Richtung. Und sobald er jetzt, ich vermute mal, hier oben dran ist, dann runterzuckt, dann bin ich halt sofort drin. Heißt es natürlich an der Stelle nichts. Ne? Ich würde hier weder Short noch Long gehen, ich würde hier gar nichts machen. Aber nur eben, um das zu demonstrieren. So, dann haben wir noch Shift-Click Attributes. Ich habe ja, mach das hier mal ein bisschen kleiner. Wir haben ja hier bei den Ordern, wie auch immer, gibt es ja hier diverse, so jetzt ist es gefilmt worden, ne? Das sieht man in der ersten Zuckung zurück. So, läuft dann meistens auch ein Stück weit schon mal rein. Das heißt, ich bin auf jeden Fall immer schon mal gleich in der richtigen Richtung unterwegs und kann so in vielen Fällen eben auch mein Risiko ein bisschen schmälern. So, nochmal kurz hierher zurück. Also Shift-Click Attributes, das heißt, der normale Weg ist ja, ich gebe eine Order hier auf
packe die einfach hier rein, kann dann hier alles Mögliche einstellen. Und das ist der normale Weg. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel in dem Order-Panel eine Order ebenfalls mit gedrückter Shift-Taste aufgebe, ich mache das jetzt einfach mal hier, in dem Bereich, also erst Shift drücken, dann rein, und dann wird man sehen, oben im Edit-Order-Fenster ist jetzt sofort RV aktiviert. Ja? Das ist, weil das hier auch ausgewählt ist. Also RV bzw. REV heißt nichts anderes als Reverse. Würde jetzt bedeuten, wenn die Order gefüllt wird, wird die andere geschlossen. Das ist das Reverse-Attribut. Und so kann ich hier einfach voreinstellen, also wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite sehr oft mit Reverse, und dann kann ich mir nur so einfach den Aufwand bisschen verkleinern, indem ich sage, okay, wenn ich eine Order mit Shift aufhebe, dann habe ich von vornherein das Attribut Reverse. Ich kann natürlich auch was anderes einstellen. Ich sage hier CA, das heißt Cancel All Others, das heißt, alle anderen Order würden gelöscht werden, wenn die gefüllt wird. Und so kann ich hier zuerst Apply. Genau. Wenn ich das jetzt hier mache zum Beispiel, mache eine neue Order auf, und dann hier, was ein anderes Attribut ausgewählt ist. Wie ich sehe, jeder das Falsche. Da müssen wir, glaube ich, mal drauf gucken. Das sollte natürlich an der Stelle CA sein und nicht CO. Ja, haben wir endlich mal einen Vorführeffekt, mal was nicht funktioniert. Das ist ja auch mal nicht schlecht. So, auf jeden Fall kann man das halt hier einstellen. Es kann auch sein, dass es hier einfach nur falsch benannt ist. Das heißt, ich kann mir hier einfach für meine Shift-Taste, kann ich mir das einstellen, was ich am meisten verwende. Auch in dem Fall auch zum Beispiel gar nichts mehr sagen, nee, brauche ich nicht, dann machst du es hier eben aus. Einfach EV bzw. Reverse ist voreingestellt. Ja, einfach weil ich verwende das zum Beispiel sehr oft. Und deswegen ist einfach mal nach meinem Geschmack an der Stelle voreingestellt. So, machen wir das nochmal weg hier. Dann haben wir hier noch was ganz Nettes für die, die ganz gefährlich unterwegs sind. Und zwar Grid Orders. Ich kann, wenn ich möchte, kann ich direkt einen ganzen Stapel an Orders platzieren. Und das ist ganz sinnvoll schon mal, wenn man sagt, okay, ich möchte aus der Korrektur heraus zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt, das ist natürlich jetzt hier nicht so ein nettes Beispiel, was wir da gerade haben, haben wir angenommen, der läuft jetzt hier irgendwo runter und sagt, okay, hier ist eine Stelle, wo er korrigiert. Wir hatten als Beispiel heute Morgen, hatten wir hier so eine Situation. Da ist er zum Beispiel hier. Und das ist so eine Sache, da bietet sich sowas schon mal eher an. Und zwar eine Grid Order. Bevor ich hier lange drum herum rede, zeige ich jetzt erstmal, was das ist. Können zum Beispiel so aussehen, wie sagen, okay, mal angenommen, ich sage, ich bin hier noch gar nicht, ja, der DAX kommt jetzt hier runter und da so der Bereich, das ist sowas, da könnte der korrigieren. Dann kann ich hier hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt erstmal die Positionsgröße nochmal kleiner, dann sage ich, okay, hier ist meine Long Order als Limit und wenn ich den ganzen Bereich hier haben will, dann drücke ich hier unten mit Control und Shift hier drauf und da passiert Folgendes, dann macht er mir hier das ganze Paket voll an der Stelle. Das heißt, es ist einfach, um Ungenauigkeiten einzufangen, wenn ich also jetzt nicht weiß, okay, ich bin genau hier oder genau da, aber ich will auf jeden Fall da irgendwie vernünftig rein und brauche irgendwo die Mitte, kann das schon mal sinnvoll sein. Ist natürlich auch, also man muss halt natürlich aufpassen, was die Ordergröße angeht, ja, weil ich meine, hier sind jetzt mal ganz schnell irgendwie 8 Orders oder so platziert worden. Und wenn die alle natürlich eine Positionsgröße haben von als Beispiel 10 Euro pro Punkt, dann ist es natürlich eine teure Geschichte oder kann eine teure Geschichte werden. Aber was man auch dazu sagen muss, diese Orders sind verkettet. Das heißt, ich habe irgendwie schon wieder einen Froschmatz, es wird nicht passieren, dass wenn ihr zum Beispiel an der Stelle, wie heute Morgen, wenn ihr hier runterkommt, ja, und rennt da rein, als Beispiel bis hier unten hin, ja, kann nicht passieren, dass alle Orders gleichzeitig gefüllt werden, sondern es wird immer nur, erstmal nur eine gefüllt. Und wir haben gesprochen über das Limit Pullback. Also alle Orders sind hier, sieht man, Limit Pullback von 1 versehen. Das heißt, ich brauche immer einen Rücklauf von einem Punkt, bis die überhaupt gefüllt werden. Und
Um jetzt mal als Beispiel, wenn ich zum Beispiel, der wirklich hier am Stück runterkommt, ja, ich mache das hier ein bisschen größer, ist leider das Live überhaupt gar nicht gut zu demonstrieren, die Geschichte hier. Deswegen muss ich ein bisschen theoretisch versuchen, so verständlich wie möglich zu erklären. Wenn ich jetzt so eine Situation habe, wie heute Morgen, habe hier unten so ein Paket und der kommt hier oben rein. Und schön hier. Und kommt dann da reingefallen. Und das ging heute Morgen wirklich auch ziemlich zügig hier, die ganze Geschichte. Und mal angenommen, der fängt hier oben an und rennt bis hier unten durch. Ja, und löst hier erst aus, ja, hat hier einen Punkt Rücklauf, oder wie viel auch immer ich dann hier eingestellt habe beim Pullback, dann würde ja die oberste Order würde hier unten gefüllt werden. Und verketten heißt in dem Fall, diese Verkettung, dass, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier eine Differenz von, wie ist das ungefähr, 48 bis 34, sondern eine Differenz von 14 Punkten, mal angenommen, die würde wirklich erst 14 oder sagen wir mal, der Einfachheit halber 10 Punkte tiefer gefüllt werden, dann werden alle anderen Orders ebenfalls komplett in 10 Punkte runtergeschoben. Und das ist natürlich so ein Sicherheitsding, was eben auch, ja, weil jeder so drauf guckt und das noch nie gemacht hat und ich weiß, was dahinter steckt, der sagt sofort, oh weh, Margin Call. Nee, nee, also so einfach geht es nicht, weil eben die Orders verkettet sind und es wird eine gefüllt. Und erst mit dem nächsten Rücklauf käme die nächste dran. Je weiter das hier immer reinsticht, umso weiter verteilt sich auch das ganze Paket nach unten. Und deswegen ist das schon eine Geschichte, mit der man in so eine Korrektur ganz gut reinkommen kann. Sollte man natürlich vorher unbedingt mal probieren auf dem Demokonto, beziehungsweise auch im Strategietester, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was da halt wirklich passiert. Und dass es eigentlich wirklich nicht gefährlich ist, sowas aufzusetzen, auch wenn es die Size ein bisschen größer ist, weil eben alle verkettet sind, alle hängen miteinander zusammen. Wenn ich, und die einzelnen Details, ganz kurz mal einhaken darf, ich würde genau dieses Thema, gerade diese Grid-Order, wahrscheinlich nochmal in einem separaten Webinar ansprechen. Denn das jetzt, glaube ich, so zum Anreißen ist völlig in Ordnung. Ja. Ich glaube, das sollte man nochmal ausführlich separaten Webinar komplett auseinanderpflücken, vielleicht dann auch mit Anwendungsbeispielen. Dafür ist die Zeit jetzt erstmal zu kurz, aber dann machen wir mal ein separates Webinar dazu. Ja. Nee, das wollte ich sowieso machen, weil das ist für mich auch ein Teil, wo wir gesagt haben, wir brauchen mal irgendwie ein, zwei Webinare, wo wir nur die Order-Funktionalitäten wirklich mal durchgehen. Und wo ich auch immer ein paar Sachen vorbereiten kann, beim Strategietester, wo man dann auch sieht, was ist wo wirklich am besten verwendbar und wie macht es Sinn und wie verhält sich das dann auch im Markt. Ja. Und ganz klar, aber hier nur gehört jetzt zu den Einstellungen, deswegen hat es wahrscheinlich auch schon der eine oder andere gefragt, was ist das überhaupt? Und deswegen muss ich es natürlich hier mal kurz erklären. Und um da an der Stelle auch nochmal weiterzumachen, also hier sind die Einstellungen zu diesen Grid Orders. Order Distanz, ganz klar, ne, ist leicht verständlich, die Distanz ist hier jeweils 2 Punkte. Limit Order Progression, Stop Order Progression, heißt dann zum Beispiel noch, ich kann das hier progressieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, die erste soll irgendwie 1 Euro pro Punkt haben, die nächste irgendwie 1,50 und so weiter und so fort, kann ich machen, wenn ich das unbedingt will, ja. Da wird es natürlich aber dann halt schon nochmal sehr speziell, aber nur um das mal zu zeigen, also jetzt auf gar keinen Fall eine Empfehlung von meiner Seite, Progression 2 wäre nichts anderes als Martin Gale, ja. Darf man gerne im Strategietester mal ausprobieren, aber auch im Echtgeld sollte man wirklich die Finger davon lassen. Und dafür ist übrigens auch eingebaut, damit im Strategietester wirklich massiv funktioniert nicht. Ja, plättet einfach nur das Konto. Aber um das jetzt nur mal auch kurz zu zeigen, was da halt passiert, mache ich das jetzt mal kurz. Ich mache die hier mal nochmal weg. Ich setze hier nochmal die erste, die nächste der Control und dann sieht man hier, ne? 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ja? Also hier wäre ich jetzt im Endeffekt mit 256 Euro pro Punkt unterwegs, wenn ich das Ding hier laufen lasse. Wenn ich es richtig gerechnet habe, jetzt auf die Schnelle. Ungefähr auf jeden Fall. Ja, also dann wird es natürlich gefährlich, das sollte man wirklich nicht machen. Es macht aber vielleicht Sinn, wenn man eine kleine Progression drin und würde damit man versteht, was passiert überhaupt hier bei der Einstellung. Limit Pullback, ne, kennen wir schon aus der Einzelorder, betrifft an der Stelle nur diese Grid-Orders, also die hier verkettet sind. Das heißt, ich kann auch hier genauso gut sagen, okay, ich habe hier eine große Bola am Start, dann mache ich wieder mit 2
und dann hat einfach jede Order, die hier dann so erzeugt wird, hat dann ein Pullback von 2. Und Chain Limits ist genau das, was ich vorhin erklärt habe, das ist die Verkettung. Die kann ich auch ausschalten, wenn ich das möchte, ist standardmäßig eingeschaltet, damit eben nicht passiert, dass hier alles auf einmal gefüllt wird, sondern die dann in gleichbleibenden Abständen immer verschoben werden, wenn der Kurs entsprechend durchgerauscht ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das Ding ausgeschaltet ist, so führt er alle aus. Genau, dann wird er alle ausführen, richtig. So, ich glaube, wir gehen mal wieder zurück. Das ist die Abteilung Grid Orders. Ich zeige nochmal ganz schnell, wie man sie aufgibt, ohne jetzt auch nochmal, ohne mich zu lange dran aufzuhalten, aber trotzdem mit Control macht man die ganze Geschichte. Das heißt, wenn ich hier jetzt sofort Control, also ohne dass ich jetzt hier eine Order platziere, sondern einfach hier, zack, dann macht er hier alles voll. Beziehungsweise bis zu einer gewissen Größe, genau, er guckt, wo ist die maximale Größe und wird dann auf jeweils noch die Progression eingeschaltet, die habe ich eigentlich auch ausgeschaltet, haben wir jetzt noch so, wahrscheinlich abbrechen gedrückt. Vielleicht sagst du mal die Reihenfolge der Tasten, die du benutzt. Einfach nur Shift, Control, Entschuldigung. Also die Control-Taste heißt auf dem Windows-PC STRG-Taste, ne? Ja. Also die gedrückt halten und dann hier unten auf und dann macht er das ganze Ding hier voll. Und wenn ich sage, ich möchte nur einen bestimmten Bereich, und ich sage, okay, ich möchte den Bereich von, wie wir es von hier unten hatten, ja, von da nach da, dann setze ich einfach meine erste, setze ich ganz normal und gehe dann halt dorthin, wohin ich auch immer ich gehen möchte, beziehungsweise wo das Ende der Order ist, und mache dann eben ab dort Control. Und dann füllt er das auf bis zu der nächsten, beziehungsweise der ersten, die ich hier gesetzt habe. Geht natürlich Short ganz genauso, klar. Nur ja. Mit Control. Das heißt. Weil vorhin beim ersten Mal hast du gesagt, du sollst Shift und Control drücken, aber das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. Nee, das ist nur die Control-Taste. Nicht okay. Nur Control. Ja. Ausgleich in Grün mit Short. Geht natürlich genauso als Stop-Orders hier, ganz genau das gleiche in Grün. Und kann man so entsprechend dann markieren. Wie gesagt, unbedingt vorher wirklich ausprobieren, Strategietester bzw. im History-Trading-Modus, damit man da mal ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Aber kann wirklich Sinn machen, mit deinen Positionen hier so ein Ding aufzubauen. Und weil man einfach, weil es ja oft passiert, also heute Morgen war es hier eine Ausnahme, dass es direkt wieder hoch ist, aber oft ist es ja so, dann kommt irgendwie längerer Abfall und dann zackert hier mal eine Zeit lang rum und dann geht man so rauf und so runter. Und so sammelt er einfach gemütlich dann an einer bestimmten Stelle ein und ich habe dann hier nachher irgendwo einen mittleren Einstieg. Wenn es zur eigenen Strategie passt, dann kann man es dafür auf jeden Fall verwenden. Dann weiter im Kontext. Als nächstes hätten wir Symbol. Da gibt es eigentlich nicht viel einzustellen. Symbol ist nichts anderes als das Instrument, was wir handeln. Ich kann hier gerade einen Schluck trinken, sonst kriege ich hier gleich einen Hustenanfall. Sekunde. So, ist nichts anderes als das Instrument, was wir hier handeln. Und ist, je nachdem welcher Broker dahinter steckt, hier ist es jetzt ja bei GVE, sind die Instrumente auch fast alle hinterlegt. Und das heißt, es gibt eine Datenbank, weil es halt zu manchen Produkten bzw. Instrumenten also ein paar spezielle Parameter gibt, die die Datenbank halt kennen muss. Und dann steht hier zum Beispiel bei Status Data Loaded, ja, also Daten sind geladen aus der Datenbank. Hier steht das Symbol übersetzt, das ist einfach nichts anderes als die ausgeschriebene Form, von dem, was ich hier gerade handle. Und Data Loaded heißt, ist erkannt worden und wenn da auch steht zum Beispiel Unrecognized Symbol, ist nicht schlimm, ja, kann nur sein, dass dann zum Beispiel der Spread oder so halt komisch aussieht und das passiert aber jetzt, also ich sag mal, bei den Brokern, die wir hier anbieten, eigentlich nicht. Auch zu BHS gibt es einige Daten, die hier hinterlegt sind, also nicht alle Symbole, aber es sind einige, die hier bereits hinterlegt sind und wo dann auch entsprechende Angaben dann auch schon stimmen. Das heißt, hier muss man auch gar nichts mehr einstellen. Das geht dann wirklich nur darum, wenn man ein Instrument hat, was der jetzt als Beispiel nicht kennt, dann kann ich halt hier genau sagen, okay, ein Punkt ist so und so viel
Und hier steht zum Beispiel Point gleich Price, ne, heißt nichts anderes als der Punkt entspricht dem Kurs. Also ein DAX-Punkt ist auch ein Punkt hier. Und da gehe ich auch mal ganz kurz noch ein bisschen näher drauf ein. Ich mache zum Beispiel mal Gold auf, hier Gold. So. Jetzt haben wir hier noch wahrscheinlich den falschen Stereo-Trader gleich drauf. Also bitte nicht schimpfen, Thorsten. Aber nee. Das muss ich jetzt im Moment dafür mal ganz kurz tun. Ich mache jetzt mal hier einen neuen Chart auf. So. Ich stelle hier auch mal nettere Farben ein, dass nicht ganz so schlimm ist. Ne? Haben wir ja nicht. Okay. Na gut. Also komm, dann machen wir es schnell andersrum. So. Dann ist auch alles schön. So. Das ist gleich jetzt nicht. Ich stelle hier nur gerade oben, sodass hier die Farben richtig sind. Genau, ich bin jetzt hier auf Gold, ne? Ja. Oder? Ja, genau. Gold US-Dollar. Sind die Daten natürlich auch erkannt, weil hier alles in der Datenbank drin ist. Aber da steht jetzt zum Beispiel Point gleich Price durch 10. Das heißt, ein Punkt ist ein Zehntel von dem Kurs. Ja. Ganz wichtig, wie gesagt, also bei den Brokern, die wir hier auch im Portfolio drin haben, muss man nichts einstellen, das passt alles soweit. Nur es kann ansonsten bei irgendwelchen exotischen Brokern und Symbolen bzw. Instrumenten dann halt passieren, dass da irgendwie ganz komische Sachen rauskommen, dass man plötzlich einen Stop-Loss von 1000 braucht, obwohl das eigentlich dann auch nur so eine Strecke ist. Und das ist etwas, das kann man hier einstellen. Ja? Also bei der ganze Stereo Trader funktioniert ja nur mit Punkten und nicht mit absoluten Werten. Und damit das eben stimmt, muss hier der Punkt definiert werden. Also wenn man jemand was Komisches hat und auch der Meinung ist, man muss mit einem komischen Broker handeln, und dann muss man sich hier leider Gott so lange mit rumschlagen, bis es dann eben passt. Ja? Also kann man hier einstellen. Genauso hier die Precision, also die Präzision, was an Punkten. Ich gehe mal nochmal kurz zurück hier auf den DAX, was da an Präzision im Sinn macht. Mit einer Nachkommastelle, das reicht, also obwohl er hier zwei hat, ergibt aber überhaupt gar keinen Sinn, weil der Original DAX hat auch nur eine Nachkommastelle und die ist sogar in der Präzision von 0,5 Punkten begrenzt. Ja, also brauche ich hier auch nicht irgendwie zwei Nachkommastellen, das nutzt sowieso nichts, weil die Tickgröße ist sowieso 0,5 Punkte. Und deswegen ist hier die Präzision von den Nachkommastellen auf einen begrenzt. Und das führt eben dazu, dass hier zum Beispiel bei Trail Beginn oder bei Trail Distance, ja, dass ich immer hier eine Nachkommastelle hier bearbeiten kann. Wenn hier eine 2 drin stehen würde, dann hätte ich auch hier zwei Nachkommastellen. Commission to Spread, das ist wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Euro nehmen, den habe ich jetzt natürlich hier nicht als kommissionsbasiertes Modell drin. Ich zeige es trotzdem mal. Wieder den falschen hier. So, sorry, wenn ich heute ein bisschen hin und her machen muss, beziehungsweise ein bisschen hin und her switchen muss die ganze Zeit. Zurück. Thorsten auch. Wo ist es? So, ja. Hier haben wir zum Beispiel den Euro jetzt. Ja. Und wenn ich hier auf Symbol, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, Commission to Spread, mal angenommen, ich habe Raum mehr, ja, weil ich die Kondition jetzt nicht genau kenne, aber ich sage, ich habe 10 Euro pro Lot, ja, und dann würde ich, dann bedeutet das ja letzten Endes nichts anderes, als dass mein Spread sich eigentlich um einen Punkt erhöht. Ja. Hier oben habe ich ja mein Netto-Spread, der steht jetzt hier auf 0,7. Und wenn ich jetzt noch eine Kommission habe von 10 Euro pro Lot, dann würde ich hier eingeben, okay, eine 1, das ist das, worum mein Spread erhöht werden muss. Und wenn ich jetzt hier okay drücke, das wird mir jetzt ein bisschen schlecht sehen, weil es hier oben ganz klein ist. Also man sieht ja hier, den Spread momentan schwankt hier so bei 0,7, 0,8. Und wenn ich hier eine 1 eintrage und drücke jetzt auf Apply, dann kriegt der oben so ein ganz kleines Sternchen. Und damit weiß ich dann, alles klar, hier ist die Kommission mit eingerechnet. Ja.
Das wird jetzt zwar hier angezeigt, aber es wird beim Trading Stop oder bei der Break-Even-Setzung sowie bei der Berechnung von der ganzen Statistik berücksichtigt. Das ist das Problem, dass ich überlegen muss, nicht, weil ich habe ist hier immer direkt mitgerechnet und auch entsprechend, wie gesagt, im Break-Even auch entsprechend mit dargestellt. Ja, also wenn ich jetzt hier als Beispiel ne, diese Position aufmache, machen wir kleiner. So, und dann weiß ich ganz genau, alles klar, hier oben, da ist wirklich mein Break-Even, da ist auch der Spread dann entsprechend mit drin, beziehungsweise wird hier entsprechend mit angezeigt. Ja, sieht man ja hier auch, zeigt direkt an minus 1,4, weil er genau weiß, alles klar, hier zählt nicht nur der Spread, sondern hier muss auch die Kommission mit rein. Also finde ich halt auch eine wichtige Erleichterung, weil man, wenn man gerade mehrere Positionen aufhat, dass man nie irgendwie so den Überraschungseffekt hat, ey, da war noch Kommission drin. Nein, ist hier sofort auch richtig mit angezeigt. Das ist Commission to Spread. Auch wenn der Broker hinterlegt ist, weil sich das auch eine Funktion nutzen möchte und kennt seine Kommission hier eintragen einfach. Und dann ist der Fall erledigt, dann muss ich mir darüber nie wieder Gedanken machen. So, ich gehe nochmal zurück hier auf den DAX. Und zwar, hier haben wir noch Symbol-Type. Steht hier auch drin mit DAX 0822. Das bedeutet, es gibt für manche Symbole gibt es entsprechende Definitionen bzw. halt spezielle Anzeigen. Und hier ist ganz klar, ne, wir sind hier im DAX unterwegs und der weiß auch hier 8 Uhr bis 22 Uhr. Bei WHS würde hier übrigens stehen 0 Uhr bis 23.59 oder irgend sowas. Und das ist dazu da, damit ich hier, ich ziehe das runter hier, weil hier erscheint mir dann DAX 0822, ja, bei der da gerade hier Chart. Und wenn ich das auswähle, also hier sieht man im Hintergrund, eine halbe Stunde, das hier ist die Open Range zwischen 8 Uhr und 9 Uhr. Und, ich mache das mit hier eben weg, hier Stock Market Open, das heißt also hier war Kassaeröffnung, das ist die Marke, die habe ich den ganzen Tag angezeigt. Hier war Future Open, also die 8 Uhr Marke, Stock Market Close, die 17.30 Uhr Marke Tag. Und hier unten haben wir noch Future Close, das heißt die 22 Uhr Marke vom Vortag. Und das sind eben genau die Geschichten, die hier eingeblendet werden. Ja, also einfach auch nur mit einem Mausklick habe ich hier sofort und ist, wenn man untertags hier unterwegs ist im DAX, extrem hilfreich, ja, weil man immer Reaktionen an verschiedenen Punkten hat und weiß auch dann genau, okay, an der Stelle kann es eng werden und zum Beispiel hier das Stock Market Open, die 9 Uhr Marke, das ist einfach eine heiß umkämpfte Marke, jeden Tag, wenn er sich nicht morgens direkt mal gleich 200 Punkte davon verabschiedet, aber an einem normalen Handelstag wie heute, das sieht man ganz deutlich, ja, ist hier immer wieder, ging es um die Kassamarke, weil ganz klar, die entscheiden einfach darüber, gibt es eine grüne Tageskerze oder gibt es eine rote Tageskerze. Und das ist immer eine Marke, wo man letztens schon long unterwegs ist, wo man sagen kann, okay, mach ich lieber einen Teilverkauf. Aber das nur am Rande. Ja? Also die Geschichten hier lassen sich alle mit einem Klick einblenden. Und finde ich auch ganz wichtig, man kann ja hier alles wirklich mit einem... Es ist natürlich eine Menge Zeugs, was hier zusammenkommen kann. Und damit man den Überblick nicht verliert, kann man das eben ganz schnell zu... und auch wieder wegschalten. So, das ist hier Symbol Type und gibt es für verschiedene Instrumente, ist auch für dabei. Beim Euro Forex ist auch entsprechend definiert. Dow Future genau das gleiche. Und noch ein paar andere. Einfach nur, um das Leben zu erleichtern. Das war die Abteilung Symbol. Wenn da jemand Fragen zu hat, kann man hier glaube ich auch gerne jetzt einwerfen, da muss ich nicht zurückholen. Hier überhaupt, haben wir es entweder angeschaltet, sind eingeschlafen oder sind alle glücklich uns naja, zu wir reden. Wir sind schon, also erstmal
paar Fragen habe ich nebenbei schon beantwortet hier und wir sind ja auch schon bei 19.22 Uhr. Ja. Wir wollen die Leute Dann ja schaffen wir den Schluss jetzt auch noch, ne? auch nicht überfordern. Ja, Layout machen wir noch fertig. Ja, okay. Das ist ja dann noch die letzte Bastion hier hier schreibt gerade jemand, wo Volumes an aus? Ich würde, also man kann Volumen generell hier über den Chart einschalten, das heißt hier unten, glaube ich, oder? Hier ist es irgendwo. Genau wie über Volumes. Das Dumme ist, es passiert nur nichts. Und das liegt daran, wenn hier bei Chartscale Custom eingestellt ist, macht er das nicht. So. Und sowieso eine Anzeige, weiß ich nicht. Ich mag es nicht. Da gibt es ein besseres in den Indikatoren, nämlich einfach hier im MetaTrader. Dort gibt es, wo haben wir es denn hier? Ups, eine ganze Abteilung, die Volumes heißt, die sind wesentlich schicker. Und hier kann man zum Beispiel einfach dann bei Indikatoren auswählen, Volumes einfach reinziehen. Und dann sieht das hier unten so aus. Damit kann man wesentlich besser arbeiten. Zumal man hier auch vielleicht mit Durchschnitten und sowas auch reinziehen kann oder auch minimalen kann. Das kann ich mit den normalen Anzeigen nicht. Aber Also wer irgendwie eine schicke Volumen hat, am besten hier rüber. Ja, bitte. ich muss mit dem Zeigefinger mal dazwischen, das Volumen, was wir hier sehen, hat nichts mit dem zu tun, was ich in den Webinaren morgens oder so verwende. Wenn ich so von einem Volumespike irgendwie rede oder so, dann rede ich von einem Volumespike im Future, weil der ist dann börsengemessen. Das Volumen, was wir hier sehen, ist nur messbar bei dem Liquiditätsprovider, der das hier macht, beziehungsweise nur was bei diesem Broker hier am Volumen gehandelt wurde. Nur mal so. Das stimmt nicht ganz, muss ich dich korrigieren. Also ich Was rede wir hier sehen, ist das Volumen. vom Euro-US-Dollar. Ja, das Also heißt, wenn ich im Euro-US-Dollar von einem, dann ist ja die Währung im Spotmarkt sind ja immer nur da messbar bei dem Broker, die da gelaufen sind. Ich glaube, hier im DAX, im CFD zieht er sich das Volumen schon vom Future, richtig? also was halt hier passiert, ist einfach, der misst einfach die Ticks, ja, die Anzahl Ticks werden hier gezählt. Und die stellen letzten Endes das Volumen dar. Also das heißt also, immer dann, wenn ein neuer Kurs gestellt wurde, gibt es einen neuen Tick. Und das ist einfach nur das Tickvolumen. Hat natürlich mit dem Orderbuchvolumen nichts zu tun, spiegelt aber trotzdem ja halt die Dynamik bzw. das Momentum von der Geschichte halt wieder. Ja. Okay, ich wollte. Aber gut, wir kürzen das hier ab. Also wenn jemand. Das hat nur mit den Ich höre dich, Volumespikes, du bist gerade ganz abgehackt. zu tun. Das kam es gerade immer wieder sehr abgehackt. Ja, Aber ich jedenfalls. glaube, du wolltest sagen, das hat mit den Volumen, die ihr in den Webinaren habt, nichts zu tun, sondern hier, das ist nur Tickvolumen. Ich wollte es auch noch ganz schnell beantworten, da hat jemand gefragt. So, gehen wir zurück hier. Also, nächster Punkt, Layout. Hier geht es hauptsächlich um den persönlichen Geschmack und so verschiedene Themes, die sind hier vorbereitet und auch alle aufeinander gematcht. Das heißt also sowohl, wenn man irgendwie sagt, ey, ich kann nicht vor Weiß, und der andere sagt, nee, ich kann nicht vor Schwarz, hier wird man garantiert irgendwas finden. Voreingestellt hier bei Chart Theme ist natürlich Forex Pro. Man kann aber auch genauso gut sagen, okay, ich bin eher so der vor Schwarz irgendwie tradet. Und dann kann ich auch hier zum Beispiel sowas auswählen. So hier Chart Themes sind einfach nur der Chart selber, Panel Design, entsprechend die ganzen Einstellungspanels hier vom Stereo Trader, wenn ich das zum Beispiel hier umschalte. Und dann sieht es so aus. Ja. Wer dann eben sowas mag, der wird hier auf jeden Fall genauso bedient wie jemand, der S sitzen möchte. Oder eben auch als Beispiel vor Grau. Ganz simpel. Und so kann man sich einfach mal selber durchklicken und es geht dann wirklich kreuz und quer durch die Geschmäcker. Und wenn man unbedingt möchte, kann man es natürlich auch selber definieren. Dann wählt man hier No Preset, muss natürlich die Einstellung dann speichern. Und dann versucht der Stereo-Trader so gut es geht, die anderen Farben auf die eigenen Einstellungen abzustellen. Also hier ist einfach nur die Farben, um die es hier geht. Also einiges im Angebot, einfach selber durchprobieren und das Passende raussuchen. Und wenn jemand einen wahnsinnig tollen Vorschlag hat für ein
ganz neues Design bzw. ganz neue Farbgebung. Auch dafür bin ich gerne offen, weil ich habe hier versucht, so gut wie möglich alles abzudecken, was an Geschmäckern so da ist, was ich selber auch gesehen habe bisher an anderen Charts, in diversen Foren und so weiter. Und ich denke, damit ist eigentlich das meiste ist abgedeckt. Man muss nicht wirklich unbedingt die Kerzen dann auch selber einfärben, sondern nimmt eins von denen. Gesetz. Größe von allen gestellt wird, normal, Voreinstellung ist auf normal, kann aber auch hier auf huge gehen. Ja, dann wird das alles ein bisschen größer, wie man sieht. Kann Sinn machen bei entsprechend großem Display oder wenn es weiter weg ist. Oder auf dem Laptop dann entsprechend kann auch small Sinn machen, ja. Wo es halt wenig Platz ist, das ist jetzt dann gerade noch so lesbar. Noch kleiner würde von der Schriftgröße keinen Sinn mehr machen. Und was auch wichtig ist, wenn jetzt jemand mit Windows 10 unterwegs ist und zum Beispiel ein UHD-Display hat, das sind diese hochauflösenden Dinger, dann kann es passieren, dass plötzlich alles ganz merkwürdig aussieht. Da steht im Handbuch auch was dazu. Und dem kann ich begegnen, indem ich hier, da muss man leider wirklich versuchen, ja, bei Windows 10 gibt die Größen, also die Berechnungsgrundlage dafür, wie Schriften dargestellt werden, nicht wirklich raus, beziehungsweise so momentan noch nicht so. Und da kann man hier versuchen, entweder mit den Voreinstellungen, UHD-Display 150%, 175, 200, wenn da dann schon was Nettes bei rauskommt, alles gut. Ja. Wenn ich das jetzt hier mache, wird es vielleicht ganz fürchterlich aussehen. Ja. Oder es ist doch, ja. Nee, alles gerecht. Das ist schon ein bisschen. So, jetzt habe ich schon das Problem, dass ich hier schon leider nicht mehr rankomme. Wenn es so aussieht, ist halt irgendwas kaputt. Ja? Das wäre jetzt typisch für ein UHD-Display. Da muss man wirklich halt ein bisschen rumprobieren. Und ich kann entsprechend auch hier. Habe ich noch. Ich muss es zurückstellen, dann sehe ich hier nichts mehr. So, finde ich das. Ich laufe noch da. So, und ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Display habe, das fürs Verrecken nichts vernünftig darstellen will, dann kann ich immer noch hingehen und sagen, okay, ich habe UHD irgendwie mit doppelter Auflösung und will aber manuelle Werte. Das heißt, ich kann hier mit System Font Size Adjust und interner Font Size Adjust, kann ich die Schriftgröße manuell ändern. Ja? Da muss man dann leider Gottes, das muss man dann einmal machen, bis das Display passt, bis es dann wirklich so aussieht, wie es auch im Handbuch bzw. mit den ganzen Screenshots aussieht. Da muss man hier ein bisschen rauf und runter drücken. Sollte auch mit kleinen Zahlen unterwegs sein, weil ruckzuck kann es auch passieren, dass man nachher gar nichts mehr sieht. Ich kenne das. Wenn man das einmal eingestellt hat, dann geht man am besten auf Save, ja, du kennst das, wir hatten das schon bei dir, dann geht man auf Save Standard, ja, und dann habe ich das nachher auch für alle neuen Charts, die von denen, wo der Serial noch nicht drauf war, ist es direkt auch dann entsprechend voreingestellt. Ansonsten auf Apply Reset und dann sieht man erstmal, ob das funktioniert. Ja, also wenn da jemand Probleme mit hat, UHD-Display, gerne auch eine E-Mail schicken, falls er nicht weiterkommt. Ansonsten hier einfach mal rumprobieren. Aber bis jetzt hatten wir das noch nicht. Außer bei dir, du bist ja immer der Vorreiter für alles, was das angeht. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt die Stelle, wo man sich Abhilfe schaffen kann. Und Minimal Chart Width, Minimal Chart Height, das hat nicht, sag noch mal ganz kurz, was es ist, und zwar sich selber ein- und ausblenden. Ich gebe mal kurz ein paar andere Werte ein, ich sage jetzt mal, okay, pass auf, sobald der Chart kleiner ist als 600x400, dann verschwinde, weil dann sehe ich nichts mehr. Ja, also hier bei Minimal Chart Width 600, Minimal Chart Height, das ist minimale Breite 600, minimale Höhe 400. Und ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. So, nämlich, wenn ich jetzt dann, na, bewege ich da mal hin. So, weil sobald ich den jetzt halt kleiner mache, zack, ist er weg. Ja, hat man gesehen, das ist jetzt unterhalb 600, 400. Sobald einer der beiden Werte erreicht ist, verschwindet er. Und wenn er wieder größer ist, ist er wieder da. Das ist ganz einfach der Vorteil, wenn ich irgendwie mehrere Charts brauche auf dem Bildschirm,
um einfach nur etwas nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, dann verschwende ich nicht hier den Platz an hier die Panels und so weiter, sondern sehe dann wirklich nur noch meinen Chart, wo ich handeln muss, einfach auch vergrößern und dann ist er auch wieder da, beziehungsweise zumindest für kleinere, ist er einfach wieder weg. Das ist einfach nur eine nette Funktion, habe ich auch schon nämlich gesehen bei anderen Plattformen, mich auch immer fürchterlich gestört, dass dann hier irgendwie die Hälfte vom Chart irgendwie verdeckt ist mit Panels, die ich überhaupt gar nicht brauche, wenn ich das Ding klein habe und an der Seite. Und einfach nur eine der Funktionen, die das Leben eines Traders erleichtern. Ja, das ist hier minimale Breite, minimale Höhe. Das ist einfach nur der Abstand hier dazwischen, ja, der steht jetzt auf 5%. Das heißt, 5% vom Bildschirm maximal wird hier dazwischen Luft gelassen. Ja, also wenn ich den jetzt verändere, würde es hier einfach nur näher ranrücken, wird hier alles ein bisschen enger werden. Ja, muss ich jetzt nicht demonstrieren, da man wieder gerne selbst mal ausprobieren. Einfach nur dieser Platz dazwischen, zwischen der letzten Kerze und eben hier den Panels. Der steht momentan auf 5% bzw. per Vorstellung auf 10%. Quick Size Buttons. Das ist die Geschichte hier oben, wo man ja ganz schnell die Positionsgröße verändern kann. Also was man hier, wenn ich auch mal ganz kurz, ja immer wieder sieht, ich habe hier eigentlich ein Dialogfenster auf und kann aber trotzdem hier weiterarbeiten. Das ist auch so eine Designfrage. Das heißt, ich werde eigentlich nie gestört durch irgendwas oder muss hier nicht irgendwie erstmal speichern, was auch immer. Priorität hat immer mein Trade. Und wenn ich da was dran machen muss, kann ich das jederzeit. Auch wenn das Einstellungsfenster auf ist, völlig wurscht, kann die jederzeit, könnte ich das Ding schließen oder was auch immer. Ja. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier alles gleichzeitig drücken kann. Das heißt, ich muss dieses Fenster nicht schließen, um hier etwas zu verändern. Also, Quick Size Buttons ist eingeschaltet, blendet mir hier oben die Quick Size, Quick Size Buttons ein. Und wenn ich es ausschalte, dann ist es hoffentlich auch weg. Genau, dann sind die oben verschwunden, dann habe ich hier nur meine normale Anzeige für die Order Size, muss ich also hier von Hand eintragen oder kann es rauf und runter klicken. Und wenn man es drin haben möchte, wählt man es hier aus. Und die Größen übrigens, die dargestellt sind, ich glaube, das hatten wir schon mal, das kommt mir gerade so bekannt vor. Ja. Das ist im Prinzip, das ist der Multiplikator, ja, von der kleinsten Größe. Und hier ist es zum Beispiel hinterlegt, da steht ja auch immer, man sieht ja hier, kommt ja auch immer auf dem Tooltip. Das sind die vordefinierten Lotgrößen, das Predefinite Lot Sizes und alle mit Semikolon getrennt, wie gesagt, als Multiplikator von der kleinsten Einheit. Und die ist jetzt hier zum Beispiel 0,01. Das heißt, ich habe jetzt hier alles Mögliche eingetragen bis 2500, weil das entspricht dann 25. Das sieht man auch hier, das ist dann die maximale Größe, die eingeblendet ist. Ich kann so viele definieren, wie ich möchte, aber wenn ich irgendwie jede einzelne drin haben muss, kann auch hier die ganze Reihe voll machen, aber das ist natürlich Quatsch. Kann man sich einfach das einstellen, was man am meisten verwendet. Wenn ich sage, ich bin meistens irgendwie mit 10 Euro pro Punkt unterwegs, dann habe ich hier meine 1000 oder mit 5 Euro oder mit 25, da komme ich auch hier mit 3 Buttons hin. Kann man auch machen. Will ich jetzt nur ungern löschen, muss ich jetzt nachher alles wieder eintippen. PL Display heißt, wie wird der PL angezeigt? Ganz einfach, also hier steht Amount und Points in Klammern, das heißt, der Betrag wird hauptsächlich angezeigt und die Punkte in Klammern. Das sieht man dann hier, das ist der Betrag und die Punkte kleiner dargestellt. Und wenn ich das jetzt ändere, sage Point Amount, heißt das einfach nur, die Punkte sind Hauptanzeige und der Betrag ist die Nebenanzeige und dann ist es genau umgekehrt. Dann sieht man hier, stehen jetzt die Punkte und hier der Betrag. Und hier das gleiche in grün, hier immer in dem Label von der jeweiligen, hier von der Position oder auch von der Order, gut, von der Order jetzt nicht, die hat natürlich noch keine, von der Position sehe ich dann hier auch, die ist mit hier noch im Verlust gerade und wenn das entsprechend auf Betrag steht, dann habe ich hier direkt den Betrag. Also so kann man halt sich selber einstellen, wie man es gerne möchte, mit Beträgen oder mit Punkten.
Und ich kann auch noch sagen, okay, ich will nur Punkte und nicht mal Größen haben. Ich glaube, das ist eher so für uns wichtig, wenn wir Webinare machen oder sonstige Geschichten, muss ja nicht unbedingt jeder wissen, mit welcher Größe man da auf einem eigenen Konto unterwegs ist. Und dann sieht man hier zum Beispiel, ja, es steht hier nur noch 0,6 Punkte und es steht überhaupt nicht mehr dabei, welche Größe das ist. Hier oben ist alles weg, ist alles ausgefallen. Hier in der anderen Statistik natürlich nicht, aber hier jetzt rein in der Pool-Statistik ist dann wirklich nur die Rede von Punkten und man sieht keine Größe mehr und keinen Betrag mehr. Ja, also einfach so der Diskretion wegen oder natürlich auch für alle anderen, die das nutzen und hier und da mal was zeigen, müssen ja auch nicht unbedingt immer verraten, um wie viel Geld es dabei geht. Und was man auch übrigens sieht, wenn man jetzt hier auf Punkte umschaltet, habe ich auch hier in der Anzeige, bist du dort, ja, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier einen Stop setze, Kunden Take Profit, ja. So, wird hier auch entsprechend in Prozenten dargestellt, das heißt, ich habe 2,6% Risiko und 1,4% Chance hier in der Position. Ja, also hier in Prozentwerten wird es dargestellt und wenn ich hier aber auf Beträge gehe, dann kriege ich das nicht mehr in Prozenten dargestellt, sondern hier auch in absoluten Beträgen. Das ist CRV, wäre jetzt hier 221 Euro zu 310 Euro. Das hat es mit dieser Einstellung hier ebenfalls auf sich. Das war das Setup. Ich würde sagen, das lang. Wir sind an der Stelle damit jetzt auch mal gut. Ja. Ich habe es ja... Ich hab's ja aufgezeichnet und wir können es, jeder kann es ja dort auch anschauen, wenn ich es hochgeladen habe. Das werde ich heute über Nacht, werde ich es konvertieren, werde es hochladen. Ab morgen findet ihr es dann und das Stereo Trader Teil 7. Ich möchte aber noch auf ein, zwei Fragen eingehen. Erwähnenswert eventuell, dass Positionen, die über den Metatrader eröffnet wurden und nicht über den Stereo, werden nach dem Start vom Stereo geschlossen. Dirk weiß Bescheid, interessiert eventuell auch andere. Betrifft wahrscheinlich die, die irgendwie von unterwegs über das Handy, über die mobile Version oder über die Mobile-Version eine Position eröffnen und dann machen sie dann zu Hause, kommen sie an den Rechner, starten den Stereo-Trader und wird das Ding geschlossen. Also ohne Grund eigentlich nicht, weil also sofern jetzt die Position irgendwie Sinn ergibt und nicht irgendwie ich jetzt versuche im Future-Modus mehrere Positionen aufzumachen, die eigentlich gehedged sind, obwohl das da verweigert er eigentlich. Also eigentlich sollte es grundsätzlich gar nicht passieren, außer ich habe jetzt zum Beispiel, auch gar nicht. Also es kann eigentlich nur dann passieren, wenn hier irgendwas eingestellt ist, was dazu führt, dass die nach dem ersten Tick, ich habe eine Ahnung, geschlossen werden müsste aufgrund von der, dann macht er das. Aber ansonsten sammelt er das eigentlich ein und reimt sich was daraus und verwaltet das Ganze. Ich habe eine Ahnung, weil das Problem hatte ich am Anfang, dass in den Grundeinstellungen, in den Starteinstellungen eingestellt ist, Stop-Loss 2 Punkte oder 4 Punkte und Take Profit irgendwie 20 Punkte. Wenn ich das nicht als Standard umgestellt habe auf 10 oder auf 12 Punkte und ich starte jetzt den Stereo Trader und ich habe eine Position drinne, die ist, sag ich mal, 4 Punkte hinten und der Stop Loss ist hier eingestellt auf 2 Punkte, dann macht er das Ding dicht, weil er guckt, sagt, okay, Position ist 4 Punkte hinten, Stop Loss sollte bei 2 Punkten liegen und dann wird das Ding zugemacht. Genau, aber wenn ein Stop definiert ist bereits, dann übernimmt er den Stop. Das passiert eigentlich nur, also ein gutes Beispiel, aber sobald ein Stop-Loss auch da drin ist, wird der eigentlich, was heißt eigentlich, der wird berücksichtigt und der wird dann hier angepasst. Richtig. Nur wenn keiner drin ist und oder auch Take Profit, das gleiche in Grün, ne? Wenn da halt keiner drin ist, dann werden die Werte von hier übernommen oder
sollten an der Stelle übernommen werden und dann kann es eben passieren, dass aufgrund von der Logik, die sich dann daraus ergibt, die Position geschlossen wird. Aber was nicht passiert, ist, dass der einfach so Position schließt. Das passt eigentlich nicht. Und wenn, dann brauche ich wirklich in so einem Fall tatsächlich wirklich das Logbuch, dann muss ich mir das angucken, warum das gewesen ist. Aber bisher wirklich in allen Fällen war es so, dass es wirklich einen logischen Grund hatte, warum das so war. Und da gibt es ja echt viele Sachen, die da halt zutreffen können. Es kann auch ein Trading-Stop sein. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hier meine Trail-Distanz, die steht irgendwie auf minus 10 als Beispiel und der soll dann lostrailen. Da kann es natürlich passieren, bei dem Trading-Stop aktiviert er dann und trail direkt los und da brauche ich nur eine Zugung und dann ist das Ding natürlich auch aus. Ganz klar, Break-Even, das gleiche im Grün. Also es muss halt zusammenpassen und es ist ja auch explizit dafür gemacht, dass der Stereo Trader auch in der Lage ist, Positionen, die ich von unterwegs öffne, oder was weiß ich, draußen vom Balkon, ja, dass der die auch berücksichtigt und auch sofort managt. Das funktioniert ja auch grundsätzlich. Und ich kann ja auch umgekehrt genauso gut Positionen oder Teilpositionen, die ich hier im Stereo Trader gesetzt habe, kann ich ja auch genauso gut vom iPad oder wie auch immer, kann ich ja eben auch dort entsprechend bearbeiten. Das wird ja auch alles sofort berücksichtigt. Wenn man das möchte, und vielleicht da jetzt mal kurz den Bogen aufzuschlagen, wenn man das nicht möchte, wenn ich, also das haben wir auch die Tage im Support, wenn man das nicht möchte, ja, wenn ich sage, okay, ich habe hier ein paar Sachen, die haben mich nur irgendwie unterwegs und die andere auch im Stereo Trader, dann führt der Weg immer über die Strategie. Das heißt, dass das Kapitel haben wir auch ausführlich behandelt, ja. Gibt es auch ein Webinar dazu, dann vergibt man einen Strategienamen und sagt, okay, wenn ich hier irgendwie zu Hause bin oder Stereo Trader, mit dem Stereo Trader arbeite, dann vergebe ich einen Strategienamen. Und dann habe ich auf jeden Fall die Gefahr gebannt, dass irgendwas, was ich am iPad mache, hier vom Stereo Trader erfasst wird. Also wenn ich jetzt hier auf zum Beispiel sagen, Charting, das ist meine Strategie, dann ist die ja leer und kommt in den falschen Farben, wie sich das gehört. Ich stelle es mal eben mal um. Ja, nee, sucht und dann ist die ja leer. Und alles, was ich dann jetzt hier mache, läuft unter der Strategie Charting. Das sieht man auch hier in den Kommentaren, das sieht man auch auf der mobilen MetaTrader-App, steht auch in den Kommentaren drin. Und das heißt, sobald ich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel nur das einzige Chartfenster ist, was jetzt hier bei mir auf zu Hause auf dem Computer auf ist und dort ist eine Strategie hinterlegt, da kann ich auf dem iPad machen, was ich will, oder auf dem Mobiltelefon oder wo auch immer, dann wird das von dem Stereo Trader nicht erfasst, wenn man das trennen möchte. Wenn man es nicht trennen möchte, dann lässt man den Strategienamen weg, dann kommt alles zusammen. Alles, was keinen Strategienamen hat, wohlgemerkt. Okay. Letzte Frage, und dann haben wir auch schon weit überzogen heute. Wenn ich jetzt, die habe ich per Mail gekriegt, wenn ich jetzt eine Position eröffnet habe, jetzt nur mal als Beispiel, mit, was weiß ich, mit 15 als eine Position, mit 15 DAXen als Beispiel, und die ist jetzt zusammengefasst, weil ich im Future-Modus bin, die ist jetzt zusammengefasst zu einer Position, jetzt bin ich mit 15 DAXen da drin und sehe nur die eine Position, mein Stop-Loss ist auf 15 Punkte berechnet, mein Take-Profit ist mit 15 Punkten gesetzt, jetzt will ich aber eine Teilposition nur mit 5 DAXen rausnehmen. Ja. Ja, also ganz einfach. Also jetzt hier zum Beispiel, kann man hier demonstrieren, wir sind jetzt hier mit 10 Euro pro Punkt unterwegs und sage, okay, ich will jetzt hier 3 rausnehmen, ja. Oder 2, so, dann wähle ich hier oben einfach meine Positionsgröße aus, hier mit 2, wir sind hier short, also kaufe ich raus, einfach hier oben draufklicken. Und dann ist das schon passiert und dann hat das Ding nur noch 8. Entweder so, oder wenn die Positionen verteilt sind, ja, wenn ich jetzt hier an mehreren Stellen irgendwo Positionen drin habe, ich lege jetzt hier mal eine, einfach keine Abstände hat, ziehe ich das jetzt hier mal ganz groß. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, das hier rüber zu machen. Ich habe ja, da ist eine Position, steht auch dran, hier, eine Verkaufsposition mit 2 und hier ist eine Verkaufsposition mit jetzt noch 8, weil die habe ich hier gerade verkleinert. Kann ich auch einfach hier draufklicken und dann habe ich dort ja hier diese Teilposition. Ja.
der PL von der Teilposition drin, die Größe und der Kurs, das wird ja unten ganz genauso. Und die sagen, okay, ich will aber nur die schließen, ja. Vielleicht war das ja auch die Frage, wenn mehrere drin war, ist auch hier auch schön, noch ein, um das mal ein bisschen zu verteilen, dass man hier ein bisschen Platz hat. So, ne, genau das gleiche, dann kann ich sagen, nee, da unten, die will ich nicht mehr, die schmeiße ich raus. Dann kann ich auch explizit die, wie ich es ja gerade gemacht habe, hier auswählen und die hierüber schließen. Was ich auch nach wie vor machen kann, ist ja auch die Möglichkeit ist, ich habe ja auch hier unten im MetaTrader, habe ich hier auch alles nochmal einzeln drin. Ja. Das hier ist natürlich wesentlich übersichtlicher, weil ihr weiß ganz genau, ah, alles klar, da liegt das Ding, das ist mein Profit, das ist die Position und die Strategie muss ich überhaupt nicht nachdenken. Weil wenn man diversifiziert handelt, dann hat man hier auch ganz schnell mal irgendwie 50 Positionen drin und überhaupt gar keine Möglichkeit mehr. Ja, so würde an der Stelle gehen. Das heißt, ich sage jetzt, oh nee, die war keine gute Idee, dann gehe ich auch zu. Und dann ist genau die weg und sonst gar nichts. So kann man die auch dann in Teilen schützen. Oder ich sage, ich bin hier mit insgesamt 10 Euro jetzt short, sage, nee, eine schmeiße ich raus. Dann hier oben einfach die Positionsgröße auswählen, um die ich das verringern möchte. Ich mache jetzt zum Beispiel 5. So, auf die Hälfte kaufe ich wieder raus. Und dann ist es nur noch 5. Ja, das sieht man dann auch hier. Entsprechend das gleiche in grün. Minus 5 bedeutet Short mit 5. Und so kann ich die auch ganz einfach hier oben über diese ausziehen. Super. Die Frage hatte ich, ich glaube, die habe ich jetzt 4-mal oder 5-mal beantwortet, die letzten 3 Wochen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt einmal hier im Webinar, damit wir dann auf die Aufzeichnung verweisen können, weil das bringt eine oder spart eine Menge Supportzeit. Okay, wir haben jetzt schon 20 Minuten überzogen, aber ich weiß, Dirk macht das ja gerne. Ja. Aber alle gut. Finde ich auch gut, wenn wir so eine Themen so ausführlich behandeln, so wie wir es nur heute nun mal gemacht haben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Damit soll es das für heute aber auch... Ja. Hä? Entschuldigung, ja. Damit soll es das für heute auch gewesen sein, glaube ich, oder wolltest du noch irgendwas dazwischen schieben? Nö, soweit nicht. Hier kommen auch keine Fragen mehr, also von daher glaube ich, haben wir auch viel beantwortet. Euro Pro haben wir nun nicht. Und, nee. Dann werde ich eine Kurzanleitung dazu schreiben oder vielleicht ein kurzes Video dazu drehen. Es geht ja auch nur um das Einfügen und um die Einstellung. Werde ich mich am Wochenende wohin setzen und ein kurzes Video dazu drehen und werde das hochladen zum Einfügen und zur Handhabung von Euro Pro auf dem Stereo-Trader. Ansonsten machen wir das dann in 14 Tagen, wenn wir dann am 25. wieder sagen, Stereo lernen, am Donnerstagabend um 18.30 Uhr. Und damit will ich mich jetzt auch verabschieden und sage schon mal ganz, ganz lieben Dank an Dirk nach Köln, dass er sich immer die Zeit nimmt abends. Ich finde das super. Auch wenn es manchmal ein bisschen schnell ist, aber dafür zeichnen wir das ja auf. Und war ich wieder zu spät? Wie bitte? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, ich habe nur gesagt, war ich wieder zu schnell heute? Ich hoffe, es ist nichts. Also, ich versuche natürlich ja auch jetzt nicht überziehen, sondern die Sachen halt wirklich dann halt hier auch abzuarbeiten. Wie du gerade auch schon gesagt hast, wir haben ja auch die Videos, die wir bei YouTube im Zweifelsfall sich nochmal angucken. So, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst mitten in deiner Verabschiedung. Also bitte. Ja, nee, ist ja auch alles gut, ist genau richtig. Wenn das abgearbeitet wird, für ein paar Leute ist es zu schnell, für ein paar ist es sehr gut. Ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber der ein oder andere hat da schon ein bisschen mit zu kämpfen. Aber genau deswegen zeichnen wir jedes Video auch auf und man kann wirklich jedes Video dann in dem YouTube-Kanal auch nachvollziehen. Und wer eben jetzt nicht folgen kann bei dem Tempo, muss ich einfach zu Hause hinsetzen. Statt Sonntag einen komischen Tatort gucken, sich einfach das Video nochmal reinziehen. Und wenn die Frau streitet oder Streit sucht, dann zieht man sich einfach zurück, Kopfhörer auf und guckt dann Stereo lernen Teil 7, den es dann ab morgen auch auf dem YouTube-Kanal zu sehen gibt. Der wird über Nacht konvertiert und hochgeladen und dann ist er auch dort verfügbar. In diesem Sinne, euch jetzt einen
Schönen Abend. Wir sind in 14 Tagen wieder in Deutschland spätestens. Und das Gros oder die große Präsentation werden wir dann auf den IB Days machen. Die könnt ihr schon mal vormerken. Am 16. und 17. September in Frankfurt. Wer will, kann gerne da hinkommen. Und ansonsten freuen wir uns auch drauf, wenn der eine oder andere sich dort einschaltet. Die Anmelde-Links, die gibt es noch dazu. In diesem Sinne erstmal danke nach Köln. Danke, Dirk, für die Zeit, die du dir jeden Abend nimmst und die Geduld auch mit uns oder mit mir. Ich freue mich auf die Session in 14 Tagen. Ja, wie immer muss ich mich ja auch bedanken für die geduldigen Zuhörer und ja, natürlich auch an dich. Und ich wünsche von meiner Seite auch noch einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal in 2 Wochen. Alles klar. Danke. Tschüss, tschüss. Moin, moin aus Köln und aus dem heute mal warmen Norwegen. Tschüss, tschüss. Moin, moin.